Kathi hält da jetzt wieder was. Nein, das ist nicht Kathi. Das ist nicht Kathi. Kathi hat keine roten Finger. Oh, es ist Eva. Eine Krone wurde geklaut. Was für Krone? Weißt du, wie meine Aufklärungsrate ist? 1000%. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe damit nichts zu tun. Wir haben mal mit Ihnen am Tatort. Das weiß ich nicht. Wo ist die Krone? Wo ist die? Selbst Sie waren es. Die kriegen wir ran. Willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmann-Kanal und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Banküberfall! Denn euch allen hat es offenbar ziemlich gut gefallen. Und dann machen wir das natürlich nochmal, weil uns hat es auch gefallen. Und in dieser Runde sind Ellie und Donny, die beiden Polizistinnen und Polizisten. Also nochmal ganz kurz für alle Leute, die das erste Video nicht gesehen haben, was ihr natürlich nachholen solltet, wenn ihr das nicht getan habt. Es gibt zwei Polizisten, nämlich die beiden. Und die werden gleich über eine Überwachungskamera einen Raum sehen, wo eine Sache versteckt ist, die alle anderen, nämlich wir alle, klauen müssen. Und wenn das geklaut ist, dann wird natürlich erstmal überlegt, wer das war. Das heißt, da müssen wir herausfinden, wer das war. Und am Ende können sich auch die Diebe gegenseitig verraten. Das ist der Clou bei der ganzen Sache, aber wir labern gar nicht mehr weiter, sondern legen los. Los geht's! So, jetzt erstmal kurz essen, ja, bevor der Diebstahl losgeht. Also Leute, ich würde vorschlagen, also wir sind jetzt zu viert, ich würde vorschlagen, wir wählen ein Zweierteam von uns aus, was den Diebstahl durchzieht. Ich finde, Eva und ich sind halt so ähnlich gekleidet heute. Wir könnten auf jeden Fall in einem Team sein und versuchen, dass wir so aussehen, als wären wir die gleiche Person. Ja, können wir machen. Ich würde aber so oder so vorschlagen, dass wir uns noch verkleiden. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wenn jetzt eine Person einfach so reingeht, wie wir gerade aussehen, dann wird das so oder so direkt erkannt werden, ne? Deswegen. Komplett schwarz an, dann könnt ihr noch Perücken aufsetzen. Ja. Ja, ich glaube, komplett schwarz und Perücke ist eine gute Taktik. Genau, kommt mal mit zu den Perücken. Mal schauen, wie unsere Schicht heute verläuft, ne? Jeden Tag das Gleiche, Verbrecher schnappen, böse Jungs einbuchten und dabei gut aussehen. Das ist unser Motto. Oh no. Ja, that's the motto, baby. Ich habe gerade hier die Perücke gefunden. Die werde ich jetzt aufsetzen. Das ist ja so ähnlich wie die Frisur, die Katja momentan trägt. Also wenn man so schnell da ist, da kann man auf jeden Fall... Ja, genau. Ja, kann ich schon rausgezogen, damit ich was Schwarzes anhabe. Ich habe hier mal Huggy-Wuggy. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es mir einfach nur hier... Wir können auch einfach. Das Huggy-Wuggy-Kostüm ist leider in meinem Studio, sonst hätten wir das auch nehmen können zum Klauen. Nee, das Ding ist halt, ich habe diese Brille, ich werde die aufsetzen. Ja, zwar sehe ich da sehr wenig, aber ich glaube, man kennt mich nicht mehr so gut. Weil ich will die Augen, können wir die ja noch anziehen. Ach, stimmt. Ja. Ich würde sagen, wir verkleiden uns jetzt alle ein bisschen und schauen gleich mal, wie wir dann aussehen. So, okay. Ich glaube, ihr seht jetzt echt wirklich fast gleich aus. Vor allem nur mit den Perücken. Also, ihr beiden werdet jetzt auf jeden Fall den Diebstahl machen. Und, aber wir könnten nachher, wir könnten erstmal nachher ein bisschen rein. Dass die nicht so gut unser Gesicht sehen können, ne? Ja, genau. Und Leute, ihr wisst, wenn ihr gleich gepackt werdet, ihr haltet dicht, ne? Ja. Keiner verrät den anderen. Nein. Also Eva und ich, wir sind sowieso unschuldig. Wir haben damit hier gar nichts zu tun, so, ne? Ihr beiden seid jetzt die beiden Täterinnen. Raus, rein, komm wieder raus. Dann gehst du rein, kommst wieder raus. Ja, und dann... Okay, dann ich glaube, die jetzt nimm mal die Kamera mit. Ja. Warte, was ist gleich unser Alarmwort? Alarm. Nein, ich will nicht Alarm rufen. Was? Wer ist da? Ein Verdächtiger. Einer mit dem weißen Hoodie. Was macht der da? Okay. Ich glaube, ich kenne diese Zielperson. Ja, ich auch. Da braucht seine Kapuze gar nicht aufzusetzen. Das ist ganz klar. Guck mal, man sieht doch sein Face. Was? Ja. Jetzt guckt er... Nein, keine Sorge. Weißt du, was keine ich... Sorge, keine, mich kann man nicht austricksen. Ich habe den Plan schon durchschaut, als er ins Bild gekommen ist. Ich weiß genau, was er vorhat. Okay. Ich weiß genau, was er vorhat. Kann das sein? Keine Sorge, er macht gar nichts. Die er macht wollen gar uns nichts. Da... Oh, was ist jetzt denn los? Kathi? Kennst du die? Ja. Kennst du die Person? Ja, Alarm hier. Alarmstufe blau. Okay, das ist Kathi. Also das ist anscheinend dein Informant oder deine Informantin? Ja. Okay, ja. Ich hab, weißt du, was ich gerade das Gefühl habe? Vielleicht ist es wirklich die Krone, die da klauen. Also irgendwie. Ja, klar. Vielleicht war es auch die Pflanze. Also, weil das also mein Befehl war, die Krone der Queen zu beschützen. Das ist die. Das kriegen wir hin, oder? Und jetzt? Okay, das heißt, eine Pflanze wurde bis jetzt. Ein Gegenstand wurde entnommen. Sagt man das so? Ein Gegenstand entnommen? Entnommen und ein anderer wurde. Eins wurde geklaut. Das ist, abgezogen. Das ist Fachjargon. Ja, ein Gegenstand wurde geklaut und ein anderer... Wurde gescampt. Ein Gegenstand wurde gescampt und ein anderer wird bestimmt. Ja. Okay, jetzt passiert erstmal nichts. Unsere Schicht ist gleich vorbei und schon wieder. Nichts passiert.
wenn Donnelly die Krone beschützt. Mhm. Aha, schon wieder Zielperson A. Jetzt wird's interessant. Was hat Zielperson er Zielperson A. Er hat einen sehr auffälligen Ring am Finger. Was soll das jetzt? Ey! Hey! Jetzt versperren die uns die Sicht. Er nimmt den Dings da. Das ist ja echt interessant. Also irgendwie nimmt er jetzt wieder einen anderen Gegenstand. Aber diesmal ist es nicht deine Zielperson. Es ist nicht die Person. Nee, es ist. Ja, ich weiß, wer das ist. Wer ist das? So, das ist René gewesen. Und Kathi hält da jetzt wieder. Nein, das ist nicht Kathi. Es ist nicht Kathi. Kathi hat keine roten Fingernägel. Oh, es ist Eva. Hat Eva rote Fingernägel? Ja, stimmt, wo du es gerade sagst. Sie hält eine Luftballon davor, aber wir können trotzdem sehen, was da jetzt passiert. Genau, keine Sorge, also mich kümmert es nicht, weil solange man sieht, solange man die Augen auf das... Ach, jetzt hast du den, guck mal. Sie hat den Luftballon da jetzt befestigt, in der Hoffnung, dass wir nichts mehr sehen können. Ist ja Amateur! Eben. Amateur! Ist sie allerdings... Alter! Mann! Ist ja allerdings nicht gelungen. Weißt du, mein Hobby ist es nämlich zu Schauspielern. Und vielleicht irgendwann, wenn die Polizeikarriere nicht mehr läuft, kann ich vielleicht Polizeischauspieler werden. Mhm, stimmt. Dann kann ich so tun, als ob ich Polizist bin, anstatt ein echter zu sein. Mhm. Das macht mehr Spaß. Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was soll jetzt passieren? Es passiert nichts. In unserer Schicht passiert einfach nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also, es ist ja schon gut, eine Schicht, so eine ruhige Schicht zu haben, mit so Personen, die glauben, uns reinlegen zu können. Aber... Oh, jetzt passiert was. Jetzt kommt eine Dame mit zweifarbigen Handschuhen. Ich weiß, wer das ist. Ich erkenne die Körperhaltung. Ja. Es ist deine Informantin. Getarnt als... Gamerin, ja. Hatte sie weiße Haare und schwarz? Keine Ahnung. Ich merke mir keine Details. Ist das Cruella de Vil von 101 und bei Martina? Also, was passiert jetzt? Also da, was, aber nein, sie hat doch da irgendwas, hat sie denn da in der Hand, jetzt die Dame? Keine Ahnung, ich merke mir keine Details. Das ist der Grund, warum ich so gut bin in meinem Job. Die Dame hat irgendwas in der Hand. Ist nicht schlimm. Halt Ausschau auf die Krone. Du hältst das rechte Auge an die Krone. Okay, das ist ja ein schöner Auftritt. Ja. Also ich weiß jetzt, wer das ist. Diebstahl. Ja, ich weiß, wer es ist. Es ist, ja. Ja. Ich weiß, wer das ist. Das ist Katja mit der schwarzen Hose. Nee, das ist... Kathi meinte ich doch. Deine Informantin. Und es wurde immer noch nicht... Ja. Und jetzt kommt... Ich kenne den Trick. Den habe ich schon 10-mal gesehen. Und 10-mal aufgelöst. Mhm. Ich glaube, wenn wir gleich wissen, wie es ist... Jetzt kommt Katja. Siehst du? Jetzt kommt Katja. Diebstahl! Nicht in meiner Schicht! Diebstahl, nicht mit mir! Die kriegen wir ran! Okay, mit wem sollen wir anfangen? Ich würde sagen, wie wir es gerade besprochen haben. Ja, ich würde gerne, sollen wir mit der da? Okay, können wir aber bitte mit Katja beginnen? Hallo? Hallo. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Nein. Komisch. Sind Sie sich da sicher? Ja. Sie weiß nicht, wo sie ist? Also ich weiß, wo ich bin, aber ich weiß nicht, warum ich hier bin. Okay. Ach so, okay, du weißt nicht, wieso. Ja, also es geht ja um einen Gegenstand, wie Sie das wahrscheinlich schon mitbekommen haben, der leider entwendet wurde. Eine Krone wurde geklaut. Schamlos geklaut. Was für Krone? Eine Krone? Was für Krone? Ja, das ist eine sehr wertvolle Krone, die ist leider abhanden gekommen. Das ist sehr ärgerlich. Wissen Sie etwas darüber? Wissen Sie was? Nein, ich weiß nichts. Nein. Gar nicht. Nein, klar, weiß ich nicht. Die Krone nicht gesehen? Nein, gar nicht. Und was haben Sie da gemacht am Tatort? Also wir hatten eine Überwachungskamera, das heißt, wir haben sie gesehen, dass sie dort mit einer weiteren Person war, die wir nicht erkennen konnten, gemeinsam. Wussten Sie, dass ich nicht, woher wussten Sie, dass ich das bin? Warum ich? Wir haben sie an den roten Handschuhen und den blauen Handschuhen erkannt. Welchen Handschuh? Ja, netter. Ist das hier ein Spiel für Sie? Ja, was haben. Ja, ich hätte nur gerne gewusst. Weißt du, wie mein Aufklärungsrate ist? 1000%. Ja, aber. Was soll ich damit? 0. Was soll ich damit? Ich habe es nicht gemacht! Ich hätte sehr gerne. Beruhigen Sie mich mal. Ich hätte sehr gerne. Mein Kollege, der ist manchmal ein bisschen. Ich hätte sehr gerne gewusst, was Sie da gemacht haben vor Ort. Haben Sie Hunger? Haben Sie gerade Hunger? Gerade nicht. Warum? Komisch, ich habe keinen Hunger. Weißt du, was das heißt? Schuldige
haben keinen Hunger. Unschuldige haben immer Hunger. Das ist ein psychologischer Trick. Oh. Ja, er durchschaut sie nicht. Alles klar, nee, also ich war da. Ja, okay. Also ich bestehe, dass ich die Krone gesehen habe. Ich habe sie gesehen. Mhm. Ah, aber gerade haben sie noch gesagt, sie haben keine Krone gesehen. Mhm, merkwürdig. Ja, das war, also ich würde es halt nicht keine Krone nehmen. Ich würde vielleicht so eine Tiara oder so. Ja, es ist halt deswegen, ich habe nicht wirklich verstanden, was sie damit meinen, was das in den Krone oder was auch immer das war. Ich habe sie mal gesehen, ich habe sie angefasst, sie sah schön aus und ich bin dann wieder weggegangen. Nein. Die haben sie nicht mitgegeben. Ich wusste nicht, dass die geklaut wurde. Nee. Ja. Ach so. Ah ja, okay. Ja. Und ja, das ist ja interessant. Sie wissen nicht, was das Wort geklaut ist, ne? Kennen sie gar nicht. Ne? Ja. Kennen sie nicht, ne? Ja. Finden Sie das witzig, Gegenstände einfach wegzunehmen, die nicht Ihnen gehören? Warum ich? Ich habe doch nichts gemacht. Ja. Okay. Ich hätte da gerne nochmal die andere Frau auch mit den Handschuhen. Wie heißt denn Ihre Kollegin? Ich habe keine Kollegen. Sie haben doch gesagt, Sie waren mit Freunden. Habe ich das gesagt? Ja. Ganz am Anfang. War das eventuell eine andere Kollegin, die ebenfalls ähnlich den Look hatte wie Sie? Ja, wir sind Zwillingsschwester. Ach so. Ja, da hatten Sie das gleiche so, auch an. Okay. Ne? Das ist richtig, dass Sie das gleiche getragen haben. So, ja. Ja, deswegen sehen wir uns sehr ähnlich. Ja. Also Sie sind das gar nicht, dass die Krone geklaut hat. Nee, also wollen Sie jetzt Ihre Kollegin verraten? Ihre Zwillingsschwester war das? Nein. Keiner hat das geklaut. Ja. Keiner von uns. Okay. Dann würde ich sagen, befragen wir mal gerne die Zwillingsschwester, bitte. Okay. Danke erstmal. Dankeschön. Hallo. Ich soll die Zwillingsschwester? Sie sind aber sehr freundlich. Hallo. Ich soll die Zwillingsschwester von Katja sein? Ja. Also das ist ja wohl offensichtlich, also, dass sie nicht ihre Zwillingsschwester okay, bin. Keine Sorge, hier kann uns keiner hören. Und da streiten sie jetzt hier ab. Das ist aber jetzt... ja, ich wurde jetzt aufgerufen als Zwillingsschwester, aber ich bin überhaupt nicht die Zwillingsschwester von Katja. Ja, also es muss irgendeine andere Person sein, aber ich bin das nicht. Also, okay. Also sie hatten ja eben noch Handschuhe, einen roten und einen blauen. Ich hatte keine Handschuhe. Ich glaube, die hatten sie vorher. Da hätte ich doch irgendwelche Abdrücke hier oder so. Ja, und schwarz aber, tragen. Okay, das passt zu der Beschreibung, zu dem, was wir gesehen haben. Was sagen Sie denn zu der Krone, die leider verschwunden ist? Ich weiß leider überhaupt gar nicht, um was es geht. Also, okay. Ich war da nicht vor Ort und ich wurde jetzt einfach nur hier rangerufen. Angeblich soll ich die Schwester von Katja. Ich kenne Katja, aber ich bin nicht ihre Schwester. Ja. Und blonde Haare hatten Sie auch schon immer. Also Sie hatten nicht zwischendurch mal schwarze Haare vielleicht gehabt. Aha, und jetzt spielen Sie mit den Haaren ziemlich verdächtig. Ich bin schon so geboren mit dieser Haare. Ich glaube, sie versucht uns zu bezirzen. Das funktioniert hier nicht. Wir sind professionelle Polizisten. Oh, ich habe so einen Hunger irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Aber keine Sorge. Haben Sie vielleicht was zu essen für mich? Ah, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ja, sehr gutes stimmt. Zeichen. Also. Das kann nicht sein, dass Sie eine Perücke vielleicht aufhatten, die eventuell... das ist aber willkommen Cookie-Quiz. Ja, wenn ich eine Perücke getragen hätte, dann hätte ich doch irgendwelche Abdrücke auf der Stirn, oder? Oh, danke. Bitteschön. Aha. Sie ist alles auf, sie ist unschuldig. Mhm. Aber keine Sorge, wir sind hier unter uns. Mhm. Sie können ruhig die Wahrheit sagen. Und zwar, wir wissen, Sie sind Informantin von meinem Partner hier. Ja. Wir wissen, dass Sie was mit was zu tun haben. Also mit wem habe ich was zu tun? Wer ist mein Partner? Mit dem Diebstahl der Krone. Ich habe damit nichts zu tun. Passen Sie mal auf. Ich glaub, wir haben das ganze Video überwacht. Das heißt, der Bereich war videoüberwacht. Wir haben gesehen, wie die Krone entwendet wurde. Ja, das und ist, wir das haben auch ich Ihnen die Daumen, das Handschuh gesehen. Und wir haben auch die Perücke gesehen. Das heißt, Sie hatten schwarze Haare zwischendurch. Warum soll ich das denn gewesen sein? Woran haben Sie mich erkannt? Ich meine, so eine schwarze Jacke trägt doch jeder. Das stimmt, ja. Also ich lasse mich jetzt hier nicht... Mir fällt gerade ein. Ja? Da sind ja kurze Ärmel so. Und auf dem Bildschirm, da war ja noch die... wo die Krone entwendet wurde, habe ich aber keine freien Arme gesehen. Ach so. Ja, das war ein lang... Ja. Und dann noch, dass sie die ganze Zeit am Essen ist. Ich glaube, das heißt... Ja, das heißt schon was, ne? Genau. Okay. Und das ist nicht Ihre Zwillingsschwester, die Katja... Nein, dann haben wir falsche Informationen von Katja bekommen. Ja, dann müssen wir Katja nochmal, weil das... ich meine, das sieht man ja, sehen wir uns jetzt so dreist anzulügen. Ja, also, alles klar. Ihr seht euch sehr ähnlich, ja. Ich hatte euch fast verwechselt vorhin, aber... Vorhin war ich zu Hause. Was reden Sie von vorhin? Was haben Sie da gemacht zu Hause? Also... Ich meine, vorhin... Ich habe ein bisschen Fern gesehen. Was haben Sie gesehen? Fern gesehen habe ich... Ach so, Netflix. Was haben Sie da gesehen? Was habe ich gesehen? Ich habe... Dafür, dass das eben erst war, das dauert das aber jetzt ganz schön lange. Mhm, ja. Ich weiß nicht, was das war. Ich bin durch mit der... Ich bin auch durch mit ihr. Okay. Wir sind durch mit ihm. Ja, wir müssen Katja bitte nochmal, weil das... Ich würde noch vorschlagen, diesen großen Typen mit dem weißen Hoodie.
Ja, da so komische Faxen, der da so rumgehampelt hat, ne? Ja, ja, das. Den würde ich nochmal aufrufen. Können wir gerne machen. Okay. Okay. Einmal bitte den Mann mit dem weißen Hoodie an Information. Danke. Hallo. Hi. Ja. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Nein. Wo haben Sie den Ring her? Den habe ich gekauft. Stimmt. Wo? Darf ich ihn einmal sehen? Den da dürfen Sie gerne sehen. Was ist das für ein Ring? Den habe ich im Supermarkt gekauft. Im Supermarkt? Ja. Also ist nicht so teuer, ne? Nein. Ja, das ist jetzt mein Ring. Wieso lachst du jetzt? Ich wollte den Ring haben. Ich zeige sie an. Junge, was? Also Sie waren am Tatort. Ja. Und komischerweise, als Sie am Tatort waren, wurde unsere Überwachungskamera halb verdeckt. Wissen Sie was davon? Wir haben aber mit Ihnen am Tatort. Das weiß ich nicht. Ich war da? Ich weiß, dass Sie es nicht wissen, aber wir wissen, dass Sie einen Partner hatten. Nein, ich hatte keinen Partner. Nein. Aber es war doch mit jemandem in einem Raum. Nein, also ich bin selbstständiger Gärtner und ich war da auf der Suche nach neuen Pflanzen. Ja, die hat er auch genommen. Die hat er auch genommen. Geklaut. Ja, geklaut. Aber geht es um dieses Delikt hier? Nein, es möglicherweise? Geht's. Ja. Wir stellen dir die Fragen. Also, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe diese Pflanzen mitgenommen, das gebe ich gerne zu. Aber ja, das hat er wirklich, das stimmt. Und ich habe auch nichts anderes geklaut. Ja, das stimmt, okay. Das haben wir gesehen. Der hat da nur so ein bisschen rumgehampelt und so. Ja, und, Sie waren ja nicht alleine, das wissen wir ja beide. Das müssen wir uns jetzt nicht hier noch. Ich weiß nicht, ob da sonst noch jemand da war, aber ich habe auf eigene Faust agiert. Okay, also dann können wir mit ihm durch. Ja, ja, okay. Okay. Gut, dann würde ich wie gesagt nochmal die Katja zu uns rufen. Genau. Schicke Frisur. Dankeschön, das sind meine echten Haare. Wollten Sie auf die Flucht oder warum haben Sie Ihre Frisur geändert? Ich habe meine Frisur nicht geändert, ich hatte nur Perücke. Sie wollten Ihre Identität ändern. Das ist, glaube ich, auch sehr verdächtig. Das sind meine echten Haare. Also ja, was haben Sie in der rechten Hosentasche? In der hinteren. Ist das zufällig ein Handy? Wollen Sie uns was gestehen? Ja, das ist ein Handy. Und was damit? Als die Krone entwendet wurde, konnten wir ein sehr großes Handy aus einer Tasche sehen. Also ein Handy aus einer Tasche heraus. Ja, und? Also ich glaube, sehr viele tragen Handys in der Hose. Aber zufällig haben Sie auch die pinke Hülle. Ja, sehr viele haben die pinke Hülle. Okay, Schluss mit den Spielchen, ja, Katja. Wo ist die Krone? Wir wissen, dass Sie es waren. Wir konnten Ihr Gesicht erkennen. Ganz eindeutig. Konntet ihr nicht? Ich hatte eine Brille an. Oder wollen Sie uns etwas verraten? Sie sind sehr nervös. Ja. Ich hatte also das mit der Perücke ist interessant. Das heißt, Sie hatten ja auch eine schwarzhaarige Perücke getragen. Das ist richtig, ne? Nein, das waren meine echten Haare. Und was ist für... Und was sind die Haare darunter? Das sind nicht Ihre echten, jetzt unter der Perücke, oder... Nein, das sind meine echten Haare. Das ist auch eine Perücke. Ich trage. Okay, dem kann ich jetzt nicht so folgen. Das ist unten drunter. Das Perücke ist irgendwie alles da. Sehr merkwürdig. Drei Perücken auf einmal und dreimal aber echt. Weißt du, wofür eine Perücke sehr gut passen würde? Eine Perücke, ja. Eine Krone. Wo ist die Krone? Wo ist die? Wir haben sie auf frischer Tat ertappt. Wo ist die Krone? Nicht. Meine Schwester hat sie geklaut. Sie haben keine Schwester. Nein. Sie haben eine Schwester? Wer denn? Kathi? Sie hat alles geleugnet. Sie hat gesagt, sie waren es. Das war... Ich war das. Sie? Ja, ich wusste. Was habe ich vorhin gesagt? Was ist hier? Meine Aufklärungsrate ist bei 1000%. 100. Haben Sie das verstanden? Oh Mann! So, wir haben den Fall gelöst. Wieder mal. Yo! Kathi wurde nicht verraten. Katja ist eisern geblieben. Ja, guck mal. Ich bin auch die Beste hier. Ist loyal geblieben. Ja. Ich glaube, das hätten die meisten von uns nicht gemacht. Aber das heißt, Katja muss leider ins Gefängnis, hat leider verloren. Die Polizisten haben gewonnen. Kathi kommt auch davon. Aber hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht. Und ich würde sagen, Leute, wenn es euch auch Bock gemacht hat, schreibt das gerne in die Kommentare. Schreibt doch gerne in die Kommentare. Hättet ihr euch genauso entschieden wie Katja? Bin ich sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, wenn ihr das nochmal sehen wollt, Daumen nach oben und dann sehen wir uns bald. Nächstes Mal. Genau. Tschüss. Ciao.